Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Ni no Kuni, der Fluch der weißen Königin. Ja, hier sind wir zurück. Perdida Land. Ja, es gibt so einiges, was ich jetzt vorbereitet habe. Um genau zu sein, zwei Quests. Und zwar, ich zeig die mal eben kurz hier. Zum einen, nein, das war hier. Das Narrentheater, die Narrenpritschen. Und das Lustigste war es, ich habe es natürlich dann auf Screen gemacht und keine 10 Minuten habe ich gebraucht. Und alles ging um Schnürchen. Tut mir leid, dass ich gerne. Ich bin irgendwie noch müde, aber ich muss langsam aufnehmen. Es wird Zeit. Gut, und die Fallwindfeder, die habe ich mir besorgt. Ich wusste jetzt nicht, dass die auch noch woanders gedroppt hat. Und zwar habe ich jetzt mehr als genug Federn. Und nämlich 4 Stück. Ja, aber ich habe euch jetzt die Stelle gezeigt, die tatsächlich dafür vorgesehen war. Ja, beziehungsweise was heißt, ich habe eher das den Kampf gezeigt, wo das gedroppt ist, und das hat wirklich länger gedauert. Und beim Training, wie ihr seht, wir sind 55, bei den Training sind doch noch einige gefallen, und zwar habe ich hier in Perdida getrainiert und es ist ein ordentliches Stück gewesen. Ihr seht wahrscheinlich jetzt wieder Vorher-Nachher-Bild. So, jetzt kommt aber noch was Zusätzliches. Und zwar gibt es ja noch ein Monster, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar ist es dieses hier. Das wurde natürlich mit einem Kreis markiert. Und zwar geht es um dieses Toko-Toko. Ich glaube, so hieß es. Und das habe ich natürlich für euch auch in einen Kampf erwischt, oder beziehungsweise ich konnte es sogar noch fangen. Wenn man das halt hier auf Perdida sieht, ich hoffe, das kann man im Video sehen. Ja, man sieht es rumlaufen, aber bis ich das, dass ich das jetzt einfange, ist ein Busch, weil man muss wirklich schnell sein. Das Problem ist, man kann es nicht einholen. Es flitzt davon wie kein anderer. Das kann man so nicht einholen. Man muss halt nur das irgendwie ein bisschen in die Enge treiben und dann halt kann man das einholen. Und wenn man das natürlich dann besiegt, dann gibt es ordentlich EP. Das sind quasi die Metallschleime unter den Monstern hier in Ni no Kuni. So gesehen. Die halten halt hier nicht viel aus, aber die fliehen recht schnell. So wie Metallschleime, wie wir das kennen aus anderen Projekten. Anders könnte ich das nicht vergleichen. Ich habe es natürlich für euch zum Glück aufgenommen und ihr seht dann, wie viel MP rauskommen. Und deswegen bin ich auch so hoch, denn ich habe einige Toko-Toko getroffen. Und zum anderen habe ich hier voll vergessen, dass ich noch eine Quest vorbereitet habe, und zwar die Lorenz-Quest. Ich hoffe, die letzte. Nur hier wird es an. Ist es anders. Und zwar. Ja. Da er in Perdida bittet, die Lorenz um 3 Kreaturen, die die letzte Evolutionsstufe erreicht haben. Und die habe ich mir natürlich auch gemacht. Die Evolution werde ich euch nicht vorenthalten. Und ich hoffe, ich vergesse das hier nicht. Ich blende euch jetzt hier ein komplettes Bild ein, wo alle drei vertreten sind. Warte mal. Ich mache das auch mal einfacher für mich. Ich hole mal eben kurz das Bild raus für mich. Das war einmal. Na komm, jetzt muss ich erstmal hier laden. Ja, hallo? Öffnen. So. So, das war einmal ein Tritöter will er haben, ein Vampirwisch
und ein Brutzelputzel. Also Vampirwisch hat er gesagt, ein Brutzelputzel hat er gesagt und irgendwas mit Tri. Und da das das einzige das einzige Monster, das den Tri drin hat, und die habe ich natürlich jetzt auch alle markiert. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich tatsächlich dass ich unser eigenen Trompeter, den wir damals, den ich irgendwie mir geholt habe, den findet man in der Nähe von Laguna. Dann haben wir ja in der Qualmhöhe, also hier steht zwar in der Nähe der Qualmhöhe, aber in der Qualmhöhe gibt es das Lichtlein, dieses Baby. Oder ihr könnt auch direkt den Pyropimp, falls ihr wisst genau, wo er ist. Hier ist er in der Qualmhöhe, gibt es auch. Könnt ihr direkt den Pyropimp und das leveln. Ansonsten habe ich mir ein Irrwicht im Pfad der Gräber geholt. Da, wo das Casino ist, da möchte ich eigentlich unbedingt heute mal hin. Oder halt in Nimmerberg, wo wir noch nicht waren. Das konnte ich jetzt nicht machen. Die habe ich mir alle geholt. Beziehungsweise ich habe eigentlich nur Ewig geholt, weil da wir Ewig hatten, noch nicht hatten. Lichtlein und Trompeter hatten wir und die habe ich gelevelt und die habe ich dementsprechend halt ja, evolutioniert und alles jetzt zusammengefasst, was ich jetzt gerade erzählt habe, bekommt ihr jetzt eine ganze Matz. Also viel Spaß damit. Here goes nothing. Here goes. Ready?
Here goes nothing. Here goes. Somit haben wir das jetzt alles auch mal geklärt und auch gezeigt. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal hier, dass ich die hier unten habe. Die habe ich jetzt einfach nur als hier Reserve reingepackt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, geben wir direkt die 3 Quests ab. Und können gucken, ob wir jetzt storytechnisch weitermachen oder ob wir vielleicht noch ein paar Quests machen. Aber ich werde erstmal wahrscheinlich doch in das Casino reingehen. Das interessiert mich mal. Jetzt muss ich mal suchen, wo ist er denn? Das ist irgendwie hier am Anfang. Eine Quest können wir direkt hier abgeben bei den Lama. Der braucht nur eine Barbane und Barbaren haben wir ja. So. Ja, das sind die richtigen. Wie es scheint, hast du mir die Exemplare gebracht, um die ich dich gebeten hatte. Du hast sogar schneller geschafft, als ich aufgrund der Seltenheit der Exemplare und deine Intelligenz kalkuliert hatte. Bitte was? Aber dann beschäftige ich mich später. Jetzt werde ich erstmal die Forschung vertiefen. Das ist alles. Mann, oh Mann. Lorenz, liebt die Wissenschaft wirklich, was? Ja, ein bisschen zu sehr, wenn du mich fragst. Okay. Okay, wie bitte? Und war hier. Wir bekommen 2 Riesenmondtropfen und 2 Riesenplanettropfen und 5000 Gulden. Ich musste mir sogar noch 2 Riesensternen Tropfen machen.
Ja, aber da hatte ich zum Glück die Zutaten. Also passt das. So, jetzt müssen wir erstmal. Nein, das war Naturnähe. Wir geben jetzt eine Barbane. So, hier, bitteschön. Köstlich, hungrig. Was wolltest du jetzt? Glühgarnele. Naja, ich schätze, wir könnten dir eine Glühgarnele bringen. Ich werde hier besagt. Ach so. Er will eine Glühgarnele. Soll das kaufen? Oder muss ich das erst craften? Ja, das war jetzt nicht so ab. Hat er jetzt das Ding gegessen? Moment mal, ich gucke jetzt gerade nochmal. Ist das jetzt was Neues? Oder ändert sich das Spiel zu Spiel, beziehungsweise wenn man das immer neu spielt? Weiß es gerade nicht auswendig. Jetzt scroll mal weiter runter. Ich brauche die Nummer 64 hier. 64. Ein Lapaka aus Predator mit den Heufutter. Eine Glühbirne aus Laguna. Ach, eine Glühbirne aus Laguna und schwarzer Trüffel aus Schweinfurt. Okay. Wir müssen jetzt eine Glühgarnele besorgen, okay. Das machen wir doch noch ein andermal. Wir gehen jetzt erstmal zum Schädelberg. Und geben mal die Fallwind ab und bin gerade überlegen. Und Narrenpischen, also Feenforce müssen wir nochmal. So, jetzt haben wir das auch mal hier gemacht. Und er hat ja seinen Glücksbringer. So, bitteschön. Ah, da ist sie ja. Eine Fallwindfeder. So. Ein Tornado-Stein. Piratenglück. Okay. Portal, beziehungsweise Reisen. Wir nach Feenforst. Dann holen wir uns doch eben schnell Glühgarnele. Ich denke mal, die kann man kaufen. Schwarzen Trüffel aus Schweinsfurt. Ja, das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Das ist die letzte Quest. Dann haben wir ja eigentlich wieder 4 Quests gemacht. Hier müssen wir noch Zurückhaltung, glaube ich, bringen. Irgendwie so war das doch. Und du war das mit den Narrenpirschen. Pritschen, Narrenpritschen. So. Hier, bitteschön. Und ein Dryandenspeer. Ich glaube, der ist aber schwach. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht erst angucken. Ausrüsten. Ja. Das ist zu schwach. Jetzt hier war das Zurückhaltung, ne? Ach nee, das Tagebuch. Das Wasser? Ja, okay. Zurückhaltung haben wir schon zurückgebracht. Gut, dann Laguna. Wir können ja reisen, das geht ja ein bisschen schneller. Es geht. Glühgarnele, schwarzen Trüffel, das können wir ja alles uns jetzt schon mal besorgen. Ich hoffe, man kann es hier kaufen. Wenn nicht, dann muss ich die mir dann halt anderswo her beschaffen. So, Glühgarnele. Okay, die kann man tatsächlich einfach kaufen.
Dann Schweinspott und dann nach Julhai und dann haben wir auch schon die Quest erfüllt und dann gehen wir zum Pfad der Gräber. Dort ist ja das Casino. Und dann schauen wir uns mal das Casino mal genauer an. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Und dann werden wir dem Morgenstern seine Macht wieder verleihen. Dann geht's erst wieder los. So. Schwarzen Trüffel. Ach, ich hatte schon schwarzen Trüffel. Habe ich sogar. Vielleicht. Oh, was ist hier, ne? Mann, was ist das hier? Wie heißt es? Pappensaft, Pappensaft, was ist Pappen? Glaube nicht. Okay, auf geht's nach Julheim. Pappensaft. Der hier? Nee, sie. Was hast du für uns? Liebe. Liebe habe ich. Wir müssen noch den Bikini besorgen, ne? Aha, ja. Wie gesagt, wir machen das dann ein andermal. Jetzt, wir haben ja jetzt Quest erledigt und wir haben ja jetzt schon wieder 15 Minuten gebraucht. Kaufen. Ach, Schneerettich. Um es pappensatt. Ja, ich hab's auch mit meinem Deutsch. So, Perdida. Um glücklich zu machen. Okay, jetzt haben wir alles. Die Glühgarnele, schwarzen Trüffel und Schneerettich. Das könnten wir eigentlich auch direkt machen, wenn wir zurückkommen, ne? Ich weiß. Ich mache eine komische Reihenfolge. So. Mampf. Schwarzen Trüffel. Aroma. Ja. Und jetzt. Hier. Das letzte. Und damit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Heu, heu, heu. Und nochmal heu. So. Und wir haben ein neues paar Formeln. Nice, hat sich ja gelohnt. Gut, jetzt gehen wir aber endlich mal ins Casino. Wurde auch mal langsam Zeit. Ich bin sehr gespannt. Das war irgendwo da oben, ne? Ja, und hier gibt's halt den Ewisch. Ach, das ist direkt hier vorne. Da ist es. Das Casino. Der Casino-König. Willkommen in der Spielhöhle. Wir sind sicher, dass du einen Höllenspaß haben wirst. Hey, guck mal. Da ist doch ein freundlicher Knochenmann, der uns einen Schlüssel gegeben hat, nicht? Erinnert ihr euch an mich? Weltehre. Wir haben also wirklich ein Casino. Ihr habt wirklich ein Casino aufgemacht. Das ist echt super.
Maha, danke. Es ist auf jeden Fall meine größte Errungenschaft meines Todes. Ich hoffe, ihr genießt alles, was zu bieten, was es zu bieten hat. Aber zuerst aber Hinweise. Wir haben 4 unterschiedliche Spiele hier in der Spielhölle. Spielautomaten, Blackjack, Scharmützel und Verflucht nochmal. Bei diesen Spielen kann man Jetons gewinnen. Und Jetons können gegen seltene, wunderbare Preise eingelöst werden. Einige davon sind sogar so selten, dass man sie nirgendwo uns bekommen kann. Gut, ich glaube, es ist alles. Und jetzt viel Glück. Okay, schauen wir uns mal hier nochmal um. Hier leben aber noch normale Menschen. Wie es aussieht. Hallöchen, gib hier willkommen am Blackjack-Tisch. Wir haben noch keine Jetons. Wir wollen mal eben alles ausprobieren. Ui, Hallöchen. Oh. Wo kriege ich Jetons her? Hier? Du hast nicht genug Jetons, du brauchst mindestens 10. Warte, kriege ich von dir Jetons? Ja, ne? Jetons kaufen. Okay, wir kaufen uns für 500. Also genau 100 Jetons. Dann werden wir jetzt einfach mal alle Spiele mal ausprobieren. Es wird ein bisschen länger, aber muss auch mal sein. Ich glaube, hier gibt es keinen Unterschied. Gucken, vielleicht gewinne ich ja irgendwas. Stopp. Nö. Okay. Nix gewonnen. Gut, dann gehen wir zum Blackjack. Spielen. Los geht's. Wie viel möchtest du setzen? Nur 10 bitte. Lass uns spielen. Ich habe 16. Eine Karte nehme ich. Nein, ich habe keine Karte. 19, damit habe ich verloren. Eine Runde machen wir noch. Wir setzen 10. 14. Boah. Natürlich kriege ich 22. Okay, deswegen mache ich keine Glücksspiele. Ist klar. So, was haben wir jetzt hier? Scharmützeltisch. Was? Du hast nicht gegen Jetons, du brauchst 200. Ach du, nee. Okay, ich will hier alles ausprobieren. Was bist du? Okay, du spielst auch Scharmützel. Da ist eine Truhe, aber da komme ich nicht hin. Was haben wir jetzt noch? Das ist... Da hinten ist noch ein Gang. Tut mir leid, mein Freund, hier kommen nur Rips rein, also VIP. hier waren auch noch 4 Spiele, oder? Hallöchen, sexy Hexe. Ich bin Hexe und die Verflucht nochmal anbietet. Spielregeln? Ach, der Scheiß. Okay. Okay. Das kennen wir ja. Spielen. Der Weg ins Verderben. Okay, der Weg ins Verderben. Schauen wir mal. Okay, los geht's. Ja. Ach so. Okay. Wir wollen jetzt aber noch... Wir haben jetzt jedes Spiel einmal ausprobiert, ob ich das schaffe oder nicht. Vielleicht halten wir uns irgendwann mal später mal hier länger auf. Oh, jetzt kaufen wir uns noch 200 Jetons. Wir haben bis jetzt überall verloren. Okay, kann man das hier nicht irgendwie beschleunigen? Was brauchen wir denn? Wir brauchen 200, ne?
Ja. Ich hab hier Geld. Also an Geld mangelt das ja. So, wir gehen jetzt zu der Süßen hier. Wir spielen jetzt einfach mal. So, sollen wir spielen? Ja. Vorstoß. Okay. Ich hätte mir die Regeln mal lieber durchlesen sollen, ne? Ein Bischof kann an der Heidung König schlagen. Wir nehmen mal die 8. Hierhin. Den König. Hierhin. Die 10. Hierhin. Nehmen wir mal die 3. Hierhin. Ich verliere es oder so, aber. Und das Ass. Ich glaube, wir nehmen die 4. So. Und jetzt? Ja, ich will das. Und jetzt? Ach so! Okay. 4? Ich glaube, wir machen hier die 9. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal so. An die Waffen. Verloren, ne? Sieg? Nee, ich habe Sieg. Sieg, okay. Ich hab den eben egal, ich gewinne. Frage mich, welche du wählen wirst. Nehmen wir es einfach mal in die 5 und nehmen direkt die erste. Ja. Ist okay, damit haben wir. Was? 2 hintereinander? Du bist gar nicht so schlecht. Hä? Was? Ich verstehe das nicht. Gewonnen, gewonnen, verloren. Freu dich nicht, Bro. Okay, ich habe wieder gewonnen. Ich verstehe, Wette gewonnen. Hm, du hast richtig getippt. Kampagen erfolgreich. Ach, wir haben gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Nein, wir wollen nicht weiterspielen. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber wir haben gewonnen. Gut, das war das Casino. Schick, schick. Ja. Gut. Kleiner Junge im Casino. Das war's.